zusammen. Danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich erzähle euch heute ein bisschen was von unser Out-of-Band-Networking, im Prinzip so eine kleine Story darüber, also von wo es gekommen ist, wohin wir gegangen sind, was wir daraus gemacht haben. Und das im Prinzip so mit über den high-leveligen Überblick. Kurz zu mir. Mein Name ist Michael Meyer. Ich bin seit so Mitte letzten Jahres in etwa zur Global Base gekommen und mache hier als Senior-Netzwerker im Prinzip die Sachen, die in der aktiven Bereich mit drin ist. Ich möchte Moritz an der Stelle auch noch gerne danken. Er hat im Prinzip die ganze Arbeit von den Slides mit übernommen und er hat auch die ganze, sag ich mal, nicht so technik-spaßige Schiene an den Open Gears und an den Tailscale-Sachen, also den kompletten Open Out-of-Band-Netzwerk mit übernommen, die ganze Evaluation. Und ich durfte dann im Prinzip mit dem Neueinstieg mich damit beschäftigen, gleich in die Technik mit einzusteigen und meinen Spaß daran zu haben. Was für einen Neueinstieg sehr gut ist, ein so spannendes und schönes Projekt zu haben, ohne davor nochmal eine große Evaluationsrunde treiben zu müssen. vielleicht auch, sag ich mal, so als Hintergrund mit, was brauchen wir eigentlich? Was sind die größten Maßstäbe davon, was wir im Prinzip damit abdecken möchten? Eine kurze Vorstellung zur Global Base. Grundsätzlich bieten wir zwei verschiedene Services mit an. Das sind Layer 2 Services und Layer 3 Services. Und haben im Prinzip um die 400 Kilometer eigenes Glasfasernetz mitten in Stuttgart, haben dort insgesamt um die 700 Gebäude mit angeschlossen und betreiben dort in Stuttgart allein knappe 20, also 19 Pops, haben nochmal zwei in Frankfurt mit draußen, einen draußen in Berlin und einen nochmal in München. Und dort haben wir im Prinzip ein paar aktive Geräte mit drin stehen, was von Cisco in der ASR 9K ist und im Prinzip ansonsten QFXen oder MXen. Und unser Netz grundsätzlich ist recht einfach runterzubrechen. Wir haben den Hauptpunkt, dass wir mit OSPF und IBGP arbeiten und dort genauso dann im Prinzip für die Layer 2 Services LDP und MPLS mit brauchen, das wirklich gesichert laufen soll. Ansonsten haben wir ein Problem. Die CPEs sind im Prinzip für den Fall mit Out-of-Band-Netzwerk jetzt nicht relevant, einfach der Übersicht mit aufgeführt. Das alte OOB-Netzwerk ist, viele von euch, die selber mal ein OOB-Netzwerk betrieben haben, mit Sicherheit bekannt. Die typischen guten alten Ciscos, die mit einem wahnsinnig schönen Adapter ans Ethernet mit angeschlossen werden können. Und oben drüber im Prinzip nochmal eine Juniper EX33, in dem Fall in der Geschmacksrichtung mit einem DC-Netzteil, was im Prinzip mehr als Medienwandler dient. Also wir bekommen im Prinzip von einem Nachbarpop dann die Glasfaser rein, wandeln das mit um und gehen dann im Prinzip in dem Fall an eine APU, die man oben im Bild auch noch mit sieht, die im Prinzip in dem Fall so das alte Out-of-Band mit dargestellt hat. Also da ist im Prinzip auf der APU selber dann ein OpenVPN mit am Laufen gewesen, auf einem eigenen Debian, was sich zu einem VPN-Konzentrator mit verbunden hat und darüber im Prinzip dann über diese gezielte Schnittstelle den Zugriff hintenrum dann auf die Konsolenserver mit draufgegeben haben. Wenn möglich war, wurde zusätzlich, sag ich mal, gerade so an Pops wie jetzt Berlin oder München oder Frankfurt, wo wir selber kein eigenes Glasfasernetz haben, geschaut mit, welcher Provider wäre denn noch dort, wo könnten wir im Prinzip nochmal Konnektivität mit dran bekommen, um dann darüber die Geräte auch mit zu erreichen, wenn wir ein ernsthaftes Problem im Netz mit hätten. Und mal, wie man es da schon sieht und wie ihr im Zweifel auch schon kennt, der Aufbau ist zum einen so, dass es, sage ich mal, ein großer Stack an Geräten ist für eine kleine Aufgabe. Ich will im Worst Case, was hoffentlich nicht so häufig vorkommt, per Konsole an ein Gerät drankommen, braucht dafür im Prinzip drei Geräte, dementsprechend auch drei Höheneinheiten, habe einen relativ hohen Powerkonsum dort mit am Laufen. In dem Fall, ich habe es vorhin gerade kurz erwähnt gehabt, wir haben DC mit in den Pops mit drin am Laufen. Die Geräte sind jeweils einer eigenen Absicherung mit dran, dementsprechend verschwenden wir sozusagen allein fürs OOB schon mal drei. Und wenn wir da, sag ich mal, mehr machen wollten in den Pops mit aktivem Equipment, müssten wir die nachrüsten, was nicht so toll ist, weil man im Zweifel an verschiedenen Stellen an den USVs dann nochmal gleich mit nachrüsten muss, was nicht wirklich finanziell und sinnvoll ist. Ein Punkt, der prinzipiell auch sehr
häufig zu, sag ich mal, Mulmen im Maintaining gekommen ist, war das komplett mit OpenVPN. Es wurde in der Firma in der Vergangenheit sehr häufig mit eingesetzt und war im Prinzip gerade von Maintainern für ein HA-Konstrukt im OpenVPN in der damaligen Zeit mit sehr anstrengend und man brauchte Leute dafür, die mussten sich dann auskennen. Man hatte die Zertifikate, die im Zweifel erneuert werden mussten. Und der Hauptpunkt mit auch mit, wenn ich den VPN-Konzentrator irgendwas habe, was daran nicht geht, dann habe ich im Zweifel ein ernsthaftes Problem. Ein weiterer Punkt, der mit da ist, manche von unseren Strecken zwischen den POPs brauchen nochmal Verstärker, die logischerweise auch mit aktiv sind. Das heißt, wenn irgendwie zum Beispiel Stromausfall oder ähnliches ist und die Sachen weggehen, hätten wir da im Zweifel auch ein Problem dann von der Konnektivität rüber mitzubekommen. Und was Moritz mit aufgeführt hat, es ist nicht unbedingt sehr resilient gegenüber Fehlern im IGP. Das heißt, wenn es mal irgendwie das komplette Netz zerlegt, dann funktioniert natürlich auch das Routing zum VPN-Konzentrator nicht mehr gescheit und dementsprechend hätte man im Failover-Katastrophen-Modus im Prinzip auch nochmal ein Problem, überhaupt aufs OOB zu kommen, was man definitiv beim OOB nicht möchte, sondern alles dafür machen möchte, dass das auf jeden Fall gesichert immer vom Zugriff her möglich ist. Also wurde sich im Prinzip mit überlegt, okay, was sind so die Ziele, die man eigentlich machen möchte, was man erreichen möchte, um das Ganze nochmal schöner zu machen und auf einen aktuelleren Stand hochzubringen. Und wie man es vorher im Bild gesehen hat, klar, ein definitiver Faktor ist mit 3 Höheneinheiten für ein OOB-Konstrukt, ist jetzt nicht unbedingt das, was man gerne betreiben möchte. Das heißt, im besten Fall, man möchte seine eine Höheneinheit haben, wo man die Konsole mit anstecken kann. Und das war's. Zusätzlich natürlich auch das Operative mit nach unten bekommen. Man möchte nicht mehr so viel Zeit damit rein verstecken, sondern man möchte es am liebsten einmal aufsetzen und dann soll es erstmal laufen. Und natürlich auch Strom mit nach unten zu bringen, weil das im Prinzip mit 100 Watt oder sowas alleine fürs OOB doch etwas viel ist. Vorhin auch gerade explizit mit IGP angesprochen, der VPN-Konzentrator. Ist ein zentrales Element, ist schwierig zu maintainen im Zweifel, braucht viel Manpower und Aufwand, auch etwas, was man im Zweifel gerne erstmal loswerden möchte. Und ein Punkt, der im Prinzip auch mitgekommen ist, mit zu schauen, wie kommt man im Zweifel auch nochmal hin, wenn man im Prinzip alle Stricke reißen und dahin zu schauen, dass man halt im Zweifel auch per Funk draufkommt, um dann im Prinzip komplett losgelöst von allen anderen Sachen mit zu sein. Und als optionalen Punkt auch mit zu, wir sind dann im Prinzip mit in teilweise gemieteten Räumen, wo wir auch nicht unbedingt wissen, wer reinkommt. Also ist im Prinzip eine Art Perimeter-Security im Sinne von Türkontakten auch ganz gut, zu wissen, wann ist dann eigentlich mein Rack aufgemacht worden oder nicht. Nachdem im Prinzip der Markt sich angeschaut worden ist und man verschiedene Vergleichswerte an Geräten mit da hatte und ich habe es vorhin schon erwähnt gehabt, ich war bei der Evaluationsreihe nicht dabei, aber ich hatte auch ein paar andere in der Vergangenheit mit in der Hand, die dann so in Mode gekommen sind, wie zum Beispiel so die Air-Konsoles oder ähnliches, die vom Gehäuse nicht unbedingt so den schönsten Eindruck gemacht hatten und im Zweifel gerne gebrochen sind, wenn man häufiger Kabel rein und rausgetan hat, was jetzt nicht irgendwie das ist. Es kam relativ schnell die Entscheidung dann zu den Open-Gear-Teilen. Und die sind unterm Strich, man sieht es vorne auch am Bild, relativ schön. Sie sind nicht groß. Vorne die beiden Dual-Pods. Das ganze Gerät wird vielleicht 25 auf 25 cm sowas um den Dreh sein. Wir haben im Prinzip in dem Gerät selber drin, sind vorne und hinten 2 Ethernet-Switches. Vorne sind die beiden einmal auf Kupfer und einmal auf Glasbasis für ein SFP zum Reinstecken. Haben vorne auf der rechten Seite mitzusehen einen Dual-Slim-Port, wo im Prinzip bis zu 4G und LTE-M möglich sind. Auf der Rückseite haben wir sowohl 4 serielle Ports als auch 4 Ethernet-Ports, die gebridged werden können, also die Ethernet-Ports. Und zusätzlich hat das hinten nochmal 4 USB-A-Ports, die bewiesenerweise auch USB-to-Serial-Adapter mit draufstecken können und man dementsprechend das Ganze auf 8 serielle Adapter mit hochbekommen kann. Was ich für den Vorfaktor eigentlich sehr schön finde. An der Seite, das sieht man jetzt in dem Bild nicht wirklich, aber im Prinzip so, da die Seite, die zu einem rüberschaut, sind nochmal 2 Digital Input Output Ports. Die haben wir in dem Fall mit dafür genommen, um einmal vorne und einmal hinten am Rack mit zu verkabeln und zu sagen, wann ist unsere Tür offen und wann ist sie zu.
Eines der schönsten Sachen daran, neben dem ziemlich sparsamen Stromverbrauch, ist, dass unten drunter ein Linux läuft und man kompletten Root-Zugriff drauf hat. Was mit anderen Worten bedeutet, dass man damit wahnsinnig viel machen kann. Man kann natürlich es auch etwas zu weit treiben und im Prinzip sich eigene Fehler mit reinbauen, aber wie Moritz schon mal in Berlin gesagt hatte, wir wissen ja, was wir tun. Und bitte? Ich habe ehrlich gesagt nie reingeschaut. Das wird wahrscheinlich mehr ein kleiner Hamster sein. Aber für die Einsatzzwecke tut es. Mhm. Ich hätte mal andere Dienste aus einer anderen Reihe in so einem Formfaktor gelaufen, die in der Hand da dieselben Technologie abgebaut sind. Also diese 4 oder 4 Gramm AMD-Chip für mich eigentlich immer noch irgendwie im Anzug. Die sind auf jeden Fall AMD-based, aber nicht klein. Also ich habe nie geschaut, wir haben die kleinen und wir haben eine große im Lab stehen. Aber ich muss gestehen, auf die CPU habe ich nie wirklich geschaut. Aber ich hatte nie den Bedarf zu schauen, weil es die Sachen, die ich drauf gemacht habe, waren im Prinzip dann so, dass ich nie das Problem hatte, dass es an CPU-Power mit gescheitert hatte. Der weitere Punkt, den ich vorhin auch mit dir gesagt habe, war zu schauen mit, okay, wie kommen wir, sag ich mal, aus den Pops mit raus? Wo wir in den POPs eigentlich so die einzigen sind, die wirklich Netzwerk haben und wir auf keinen anderen Partner mit drüber gehen könnten, um sich mal schnell in der Partnerschaft zu sagen, komm, hier, du kriegst ein OOB von mir, ich krieg ein OOB von dir. Bisschen schwierig, wenn du allein auf weiter Flur bist. Dementsprechend angeschaut und auch aus der Community hier mit den Tipp bekommen, doch mal auf VRWASM zu schauen. Und das ist bei uns dann auch in dem Fall die Wahl geworden. Wir hatten mit in den POPs mal eine Side-Survey gemacht und gesehen mit, okay, grundsätzlich, Signal ist da, aber wir hatten mit das Problem mit, dass, egal ob es eine O2 ist, eine Vodafone, eine Telekom, der eine war in dem einen POP, der andere war im anderen POP, der eine war vielleicht mal ein bisschen besser gut da, aber es war nie ein Provider, wo man hätte sagen können, von wegen, okay, zu dem kann man gehen und von darüber kann man sich im Prinzip seine SIM-Karten zu holen. Und da kam im Prinzip dann der Tipp auch aus der Community und wir hatten es angeschaut. VRWASM ist eine Methode, die im Prinzip für alle deutschen Provider das Ganze zusammen bündelt. Das heißt, es ist unterm Strich egal. Der schaut, welches Netz ist im Prinzip da das Beste. Ich kann, wenn ich will, das locken auf ein bestimmtes Netz. Aber er würde sich im Prinzip einfach in das Stärkste mit einbuchen und dann wäre die Karte im Prinzip happy und erstmal erreichbar. Und ein Punkt, der für uns gerade wegen OOB auch sehr wichtig war, mit in der Regel benutzen wir das Ding. Wir haben es da, wir wollen wissen, ob es funktioniert. Dementsprechend haben wir keinen Datenverbrauch drauf. Wenn es aber der Fall kommt, dass wir irgendwas machen müssen, dann wir werden nicht wahnsinnig viel haben, aber im Zweifel brauchen wir dann Daten. Wir haben einen Datenpool über alle SIMs, den wir dann im Prinzip auf Abruf da haben können. Das heißt, uns ist es eigentlich egal, wie viel die einzelne Karte verbraucht, sondern wir können es im Prinzip über den ganzen Pool strecken und im Zweifel halt auch überbuchen, wenn es wäre, und zahlen halt dann für die Überbuchung nochmal mit. Bezüglich VRWASM, die haben noch ein paar andere schöne Sachen, unter anderem, wenn man will, also wir brauchen es in dem Fall nicht. Man könnte noch im Prinzip einen IPsec mit dort buchen, dass die Karten dann darüber gleich verschlüsselt mit kommunizieren oder dann im Prinzip auch einen Private RPN mit sich zu sich tunneln lassen. Und haben auch eine relativ schöne API, worüber man die ganzen Sachen im Prinzip mit auslesen kann und darüber Sachen auch im Zweifel steuern oder SIM-Karten ein- oder abschalten kann. Beim VPN, vorhin schon gesagt, OpenVPN war das, was im Prinzip in der Firma mit im Einsatz gewesen ist und was auf lange Zeit dann im Prinzip zu Schmerzen geführt hat, vor allem im operativen Betrieb das Ganze zu streicheln. Dementsprechend war da grundsätzlich schon eine neue Lösung in der Suche gewesen und auch gesagt worden mit, wohin will man seine Energie eigentlich als Firma stecken, ins VPN streicheln, für das, dass man eigentlich einen ISP ist und Layer 2 und Layer 3 Services anbieten möchte und eigentlich nicht wirklich was mit VPN zu tun hat, das ist es eigentlich nicht. Das war so die Zeit, wo eigentlich die ersten Leute angefangen haben, mit über WireGuard zu sprechen und das auch von den Leuten mit angenommen geworden ist und geschaut worden ist mit, ah, okay, das ist schön, das ist cool. Aber so ein Full Mesh klingt auf dem ersten Punkt gut. Man braucht keinen Konzentrator mehr. Man hat einfach zwischen jedem Device jeweils eine VPN-Connection. Ist natürlich dann auch ein Heidenaufwand im Zweifel mit einzurichten. Mit Kernel 5.6 ist das Ganze ziemlich schnell geworden, ohne irgendwie großartig an den Maschinen Hand anlegen zu müssen.
im Kontext zum OpenVPN ist es im Zweifel einfacher einzurichten. Man hat das ganze Zertifikatsmanagement nicht da. Aber das ist im Prinzip auch der Teil, der nicht so schön ist. Man hat halt im Prinzip einfach statische Keys, die dann erstmal da liegen. Zu der Zeit war auch noch der Punkt, dass, sage ich mal, wenn man Support brauchen würde, war schwierig zu finden. Gab es eigentlich nicht wirklich am Rande. Inzwischen, habe ich gehört, soll das Ganze besser geworden sein. Aber zur damaligen Zeit war das im Prinzip auch noch ein Thema, was nicht so schön gewesen ist. Was machst du, wenn du Hilfe brauchst und du gerade kein Know-how da hast und nicht weiterkommst, willst du jemanden, der das hat? Man braucht immer noch irgendwie eine Firewall, um seine jeweiligen Geräte abzusichern und zu sichern mit, will ich wirklich, dass jeder mit jedem sprechen kann, auch nur, weil sie in demselben VPN drin sind. Also braucht es wieder irgendeine Logik mit drin, die entsprechend eine Filterung mit annimmt. Und wie vorhin kurz angeschnitten, wenn ich ein Gerät habe, was ich zu N Geräten aufsplitte und das auf jedem Gerät einrichten möchte und für jedes irgendwie einen Key mit erstellen möchte und im Zweifel den Key auch irgendwann nochmal cyclen möchte, weil ich nicht nur dauerhaft statische Keys rumhaben muss, braucht es auch irgendwie nochmal eine statische oder eine gute Automatisierung, die sich im Prinzip um die ganzen Sachen mit kümmert und das für mich übernimmt, ohne dass ich wirklich viel Manpower mit reinstecken muss. Und da kam in dem Fall Tailscale mit um die Ecke, die im Prinzip das mit für uns übernommen hat. Sie benutzt im Prinzip unten drunter WireGuard, ganz normal, wie es da ist, und setzt sich unterm Strich einfach nur als Control Plane oben mit drüber. Sie ist im Prinzip relativ einfach, man geht einfach nur hin, schmeißt das mit drauf, meldet sich im Prinzip mit an, also am Controller mit dran, und der Rest übernimmt das Tailscale für einen, baut im Prinzip das Full Mesh zu allen anderen aktiven Nodes mit auf. Und in dem Fall auch automatisch eine Queue-Rotation mit drinnen, sodass man sich darum auch nicht mehr kümmern muss. Und bezüglich den vorhin angesprochenen ACLs ist es in dem Fall auch ein sehr einfaches File, was relativ entspannt zu editieren ist und auch mit Regex umgehen kann, sodass ich mir das Leben leichter machen kann und auch Gruppen formulieren kann. Und da im Prinzip auch ein auditfähiges Logging mit drinnen habe. Und inzwischen habe ich gesehen, sind sie sogar noch tiefer reingegangen, dass sie eben teilweise wohl auch Art und Weise mit vom Flow mitlesen lassen können. Also nicht so, dass das mitgelesen wird, aber im Prinzip, dass es im Zweifel relevantere Daten mit sich gibt, wo die Kommunikationen mit drüber sind und auch erkennen, wo welche Services mit da sind, um einem da im Prinzip auch gerade im Regelwerk mit das Leben zu erleichtern. Also man sieht halt im Prinzip dann zum Beispiel, ob ein Port 80 auf der Maschine dafür offen geworden ist oder nicht. Also nichts, was, sag ich mal, kritisch an der Stelle ist. Es kostet Geld, aber seitdem wir es eingesetzt haben, es hat einfach funktioniert. Man hat die Clients draufgetan. Die haben eigenständige Repos, die im Prinzip mit versorgt werden, sodass man die Maschinen, sage ich mal, in seinem normalen Systemupdate dieses Programm mit aktualisieren kann. Und wann war das? Ich glaube, gestern oder vorgestern kam auch nochmal eine Mail, dass es im Prinzip jetzt nochmal von den Preisen eine Strukturänderung gegeben hat. Ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut. Aber das, was es aussah, war so, dass im Prinzip der Preis von, ich glaube, der ersten Bezahlversion von, nagelt mich nicht fest, aber $20 oder irgendwie sowas um den Dreh auf $6 mit runtergegangen ist pro User. Und die Devices, sage ich mal, auch sehr, sehr großzügig nach oben gesetzt worden sind. Der Punkt, der natürlich immer offen ist, ist, dass es in der Cloud läuft. Das heißt, es ist nichts, was ich on-premise bei mir rumlaufen habe, wo ich wirklich es in der Hand habe. Ist für manche ein Manko. Aber wir haben es in dem Fall als Restrisiko, sag ich mal, mit akzeptiert und toleriert und gesagt, das ist uns in dem Fall jetzt erstmal mehr wert, als selbstständig da die ganze Zeit das Maintaining mit zu betreiben. Beim Integrieren RFC 6598, wie es nicht sagt, das ist die Carrier-Grade Nacht-RFC mit den 164er IP-Adressen, könnte ein Problem werden in manchen Netzen, wenn man es einsetzt. Tailscale benutzt das komplette Schräger 10 für seine interne Assignment an die jeweiligen Clients mit raus, und sie lassen sich bis dato auch nicht irgendwie, sag ich mal, ein Netz dafür rausschälen, um zu sagen von wegen, ja schön, das ist ein kompletter Schräger 10, aber nimm doch erstmal das Schräger 24 oder sowas für dein Tailscale mit her. Ist derzeit nicht. Ich habe gestern nochmal geschaut, es gibt eine offene Diskussion im GitHub. Ein Entwickler hat nochmal reingeschrieben, ich glaube, das war Ende Februar, sowas um den Dreh, dass sie es jetzt intern mal aufgepickt haben, um das ein bisschen zu entspannen.
sodass man da im Prinzip deutlich schöner dann auch die ganzen IPs mit rausgeben kann. Hat uns persönlich mit betroffen, weil wir, sag ich mal, unsere gerade die ganzen CPEs mit in diesem Netz mit reingepackt haben und das natürlich dann mit, okay, man hat Hellscale, das ist in derselben Address-Frame und jetzt hat man Duplicated IP-Adresse, nicht gerade das Leben unbedingt leichter gemacht hat. Das Schöne allerdings dabei ist, Hellscale ist etwas, was nicht alles Open Source gemacht hat, aber sie haben sehr viele Teile Open Sourced. Und ich kann nur sagen, von wegen, ich habe es am Anfang das erste Mal hier kennengelernt, war am Anfang ein bisschen skeptisch und habe mehr so das Freudige in allen möglichen Augen gesehen, wie toll das funktioniert. Habe aber dann selber auch angefangen, das mal testweise einfach in Richtung Lab von meinem Notebook oder vom Handy raus reinzuwerfen. Und das ist sehr einfach zu benutzen und hat im Prinzip Spaß gemacht, die Sachen gerade für kleinere Sachen einfach mal nach dem Motto Give it a try, selbstständig mit hinzuwerfen, anzuschauen. Und ich muss sagen, wenn ihr irgendwie mal ein paar Minuten Zeit habt, gerade intern irgendwie bei euch privat irgendwie was machen wollt, schmeißt es einfach mal drauf. Also gerade so wie die jetzt Sachen momentan jetzt mit der letzten Preisanpassung ist, es gibt eine freie Lizenz, wo ihr euch einfach nur anmelden könnt, ihr könnt einen GitHub-Account oder sonstiges einfach damit verlinken zum Beispiel und habt dann auf 100 Geräte oder sowas für lau mit drinnen und könnt 3 User oder sowas anlegen, um das Ganze einfach mal spielhaft mit anzuschauen und zu sehen, ob das irgendwie was ist, was einem taugt oder nicht. Also es macht das Leben an manchen Stellen leichter. Genau. Also ich komme nachher auch nochmal drauf, aber grundsätzlich sowohl das Out-of-Band-Netzwerk als auch gezielte Geräte bei uns, als auch die jeweiligen Notebooks hängen im Prinzip alle mit dort drinnen, werden darüber im Fullmesh aufgebaut und über die ACLs dann entsprechend geregelt, mit wer darf eigentlich wohin und in welche Richtungen darf kommuniziert oder nicht kommuniziert werden. Und das, ja? Genau. Also eben auch, das ist genau mit ein Punkt durch das Full Mesh, was sehr angenehm ist. Man ist nicht mehr auf den VPN-Konzentrator mit angewiesen. Das heißt im Prinzip, wenn ich hingehe und sage von wegen, ich möchte jetzt auf das Gerät, was da hinten ist und bin im selben WLAN, würde im Prinzip den Tunnel, der direkt läuft, mit benutzen, ohne dass ich nochmal irgendwo einen Zwischenhop mit drinnen habe. Was ein sehr angenehmes Teil ist, auch gerade im Kontext Latency oder ähnliches. Und wenn irgendwas kaputt ist und ich die Sachen theoretisch erreichen könnte und nur weil der VPN-Konzentrator nicht funktioniert, ich nicht hinkomme, kann es ein Pain in the Ass sein. Und das wird damit mit ausgehoben. Und für die OpenGears beispielsweise gibt es bei Tailscale auch einen relativ angenehmen Teil, wo man einen API-Key mit, nicht kein API-Key, aber eine Art Secret-Key mitwerfen kann, der auch gleichzeitig Rollen mit drinnen hat. Wo man dann sagen kann, wenn dieses Gerät zum Onboarding sich mit diesem Key anmeldet und der Auth-Key mit hinterlegt ist in einer bestimmten Gruppe, dann kommt gleich die Referenzierung mit hin. Das heißt, das benutze ich später im Prinzip auch dann im Kontext mit dem Zero-Touch-Provisioning, dass wir im Prinzip einen definierten Key haben, der ist eine bestimmte Zeit gültig. Kann man, meine ich, selber definieren, wie lange der gültig sein soll. Und dann landet der im Prinzip automatisch in den Gruppen, die dafür vorgesehen sind. Also in unserem Fall dann zum Beispiel das, was für OOB relevant ist. Im Prinzip die Bausteine, die wir dann da entdeckt haben, zusammengesetzt, angeschaut, Tailscale, das war dann im Prinzip das erste, wo ich endlich dann technisch Hand anlegen durfte. Tailscale auf den OpenGear zu installieren war wirklich ziemlich einfach, durch das, dass das unten drunter in den Linux ist. Die Tailscale-Leute haben auch eigene Binaries mitgeschrieben und haben auch Anleitungen mit drin, wie man sie theoretisch noch kleiner machen könnte. War ziemlich einfach. Das Einzige, was man mit und top machen musste, man musste schauen, wie ist der OpenGear unten drunter aufgebaut, wo ist es eigentlich gewollt, dass man Sachen mit hinwirft. Im Prinzip ein kurzes Init-Script nochmal mit draufwerfen und dann war im Prinzip das Ganze schon im Grunde frei und möglich, den OpenGear im Tailscale zu erreichen. Der OpenGear selber war im Prinzip genauso für WhereverSim. Man hat die Karte bekommen, man hat die Karte aktiviert. Man hat sie mit reingetan, man musste in dem Fall auch keine weiteren zusätzlichen Parameter mit eingeben, sondern es hat gereicht, einfach den APN mit dorthin zu hinterlegen und die Karte konnte sich ohne Probleme mit verbinden. Wir hatten nie irgendein Problem gehabt, dass man mit einer Karte zicken gewesen ist, bisher immer einwandfrei funktioniert.
Für das Provisioning selber haben wir im Prinzip ein bisschen, ich komme später nochmal mit drauf, wir haben primär mit Python und mit ZTP benutzt, um die ganzen Sachen dann für die jeweiligen POPs mit auszurollen. Überwachen tun wir das Ganze im Moment mit dem SNMP-Exporter noch. Das war für mich damals die einfachste Wahl zu entscheiden, von wegen, ich habe keine Lust, mir das OpenGear komplett vom Scratch anzugucken und habe auf dem Anhieb auch nicht überall gesehen, wo ich an alle Daten kommen würde, die ich kommen möchte. Und geschaut, ob sie im SNMP, die sie mit anbieten, die bereits populieren, was der Fall gewesen ist, und dementsprechend dann einmal die MIPS durchgegangen und geschaut mit, okay, wo kriege ich das alles. Wir hatten ganz am Anfang, das ist so eine Mentalität bei uns, wir benutzen überall RFC 3021 Adressen, das ist im Prinzip ein schräger 31 oder ein schräger 127. Ein Bug mal aufgemacht, weil wir festgestellt haben, wir haben es konfiguriert und auf einmal war das Ding nicht mehr erreichbar, hat aber auch keinen Fehler gemacht oder ähnliches, war einfach, ja, hat es halt nicht genommen. Schräger 30 drauf konfiguriert, hat funktioniert, haben gesagt, okay, dann machen wir halt erstmal damit weiter, haben aber parallel dazu einfach schon mal einen Bug aufgemacht und gesagt von wegen, ja, guckt euch das doch bitte mal an, das funktioniert nicht so, wie ich da, wir vermuten, dass es funktionieren sollte. Hatten das eigentlich auch schon komplett vergessen gehabt, bis der Moritz, ich glaube, letzte Woche oder diese Woche mir zugerufen hat mit, da übrigens, guck mal, die haben unseren Bug gefixt und dann im Prinzip festgestellt mit, ah, okay, 4.13.12, ah, ich stimmt nicht, es war nicht letzte, oder es war vor ein paar Monaten sowas um den Dreh. Wir benutzen wir es momentan, im Prinzip lediglich für serielle Verbindungen logischerweise. Ich will zu einem Gerät, was ich gerade nicht erreichen kann, oder serielle Verbindung überprüfen. Die Sensoren, ist meine Tür offen oder ist meine Tür zu? Zusätzlich haben wir beschlossen, wir möchten an POPs, nachdem, wie gesagt, das mit der Konnektivität dort gerade im LTE-Bereich und Co. nicht so toll ist und man auch nicht wirklich Lust hat, für einen Mitarbeiter, der gerade am POP ist, jedes Mal einen Port zu konfigurieren und wieder D zu konfigurieren, nur weil er kein Netz hat, aufgeschmissen ist, aber gerade Internet bräuchte. Und wir auch nicht das Deport jedes Mal hoch und runter fahren möchten, haben wir gesagt von wegen, okay, wir machen für die Notebooks, wenn man sich dort dran schließt, einfach noch ein kleines Segment mit DHCP mit dran, wo der Mitarbeiter sich einfach anschließen kann, seine Lease zugewiesen bekommt und dann im Prinzip über den OpenGear raus unprivilegiert einfach normal ins Internet reingehen kann. Und dort halt dann im Prinzip, kommen wir wieder auf Telscale, mit im Firmennetzwerk mit im Prinzip die Verbindungen ohne Probleme weiter benutzen kann. Wir haben grundsätzlich gesagt, von wegen, okay, wir haben, versorgen alle mit einem normalen physischen Uplink, egal ob das jetzt über ein Nachbarkabel ist, was man von einem anderen Provider geshared bekommt, oder ob das im Prinzip ein Glasfaser ist, was aus einem anderen POP mit rüber bekommt. Und wenn das im Prinzip bricht, und wir prüfen in dem Fall momentan, dass das im Prinzip nach extern erreichbar ist, also nicht eine interne IP, nicht die Gateway-IP, sondern Adressen, die im Internet da sind, damit wir sicher gehen können mit, wir erreichen alles von nach draußen. Und wenn das nicht tut und eine Zeit lang ausgefallen ist, dann schwenken wir einfach auf, was auch immer gerade da ist, 3G, 4G, und bringen im Prinzip darüber dann die Verbindung wieder mit raus. Zugriff in dem Fall komplett über Telscale, und auch dort im Failover-Fall verhält sich Telscale sehr angenehm. Das heißt, wenn man das Kabel zieht, dauert es ein bisschen und dann läuft es rüber. Und wenn das Kabel wieder im Prinzip drinnen ist und funktioniert oder die Verbindung dazwischen, beides durchgetestet, schwenkt das Telscale gerade beim Rückschwenken ziemlich Hitlers wieder zurück. Also das war sehr angenehm zu sehen. Wir haben bei uns in der Firma grundsätzlich als Source of Truth die Netzbox mit drinnen. Das sind alles Sachen, die wir da mit reintun. Also es gab es auch keinen Grund, sage ich mal, das nicht als ein Werk zu nehmen, um von dort die ganzen Informationen auch wieder rauszuziehen und auch zu sagen, von wegen, wenn ein neues Gerät davon gebraucht wird, der erste Schritt ist, das Ganze dort einzutragen, alle Informationen dort zu hinterlegen und dann im Prinzip genau aus dieser Stelle raus die Generation von der Config zu machen und das Gerät zu provisionieren. Das heißt, wir benutzen es momentan so, alle Infos in der Netbox mit drinnen, dann wandert das Gerät in Stage-Mode, dann generierten wir im Prinzip die ganzen Configs. Und wenn das ganze Gerät in der Netbox in Active gestellt wird, aktivieren wir das Monitoring, machen Backup an und so weiter, und damit ist es dann normal integriert. Der Aufbau, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sagen würde, von wegen, ich möchte einen neuen OpenGear, wäre im Prinzip, ich nehme den einfach, packe ihn aus seiner Verpackung mit raus,
mache im Prinzip hinten die LTE-Antenne drauf, schiebe erstmal die SIM mit rein, mache den DOR-Kontakt mit dran, klebe noch ein Label mit drauf, nehme das ganze Gerät, dokumentiere das im Prinzip in der Netbox. Da ist es im Zweifel, wenn ich will, dokumentiere ich unseren LTE-Circuit mit drin. Die haben wir ebenfalls in der Netbox mit drinnen und referenzieren den im Prinzip dann auf den LTE von den OpenGear. Damit haben wir auch ein ziemlich schönes Tracking, welche SIM-Karten von Wherever SIM wir momentan eigentlich gerade aktive Nutzung haben und an welchem Gerät sie in Nutzung ist. Dementsprechend haben wir da die schöne Querreferenz. Wenn ich will, wie vorhin zum Beispiel wegen den Notebook-Ports oder den USVs, nehme ich dann einfach noch einfach ein LAN-Signal und dokumentiere das damit drauf. Dann gehe ich im Prinzip zu unserem Lab mit hin, stecke das Ganze dort an unsere Juniper mit dran, die im Prinzip die Verbindung zum ZTP-Server mit hat. Der schaut im Prinzip von wegen, ich habe ein neues Gerät gefunden, weil das auf dem Stage-Mode mitsteht, generiert die Sachen dafür und das Gerät holt sich sowohl die Config als auch die von uns definiert zu nutzende Firmware und setzt sich damit mit auf. Das dauert unterm Strich so 10 Minuten oder sowas um den Dreh. Und dann sieht man im Prinzip auch schon, dass das Ganze per Telscale mit aufploppt, dort drinnen erreichbar ist. Und dann kann ich das Gerät im Prinzip nehmen und an der Lokation hinbringen, wo ich das Ganze einbauen will. Das ist kurz noch Verkabelungseinbauarbeit und dann ist der nächste Pop im Prinzip mit einem solchen Gerät mit versorgt. Im Hintergrund, was passiert ist, dass wir, wie wir gesagt haben, dass wir das ZTP für die im Prinzip erstmal aufsetzen, ist mit, wir packen es der einfach halber einfach in den Docker mit rein. Das heißt, wir haben ein Docker-Image, was wir uns gebaut haben. Dort drin läuft unterm Strich ein Supervisor, der die jeweiligen Elemente dann mit bedient und schaut, dass der mit da ist. Die Elemente ist primär eigentlich das Python-Script, was die ganze Magie mitmacht. Das heißt, das ist sozusagen der Netbox-Poller und derjenige, der DHCP-Config generiert. Und derjenige, der dann im Prinzip auch schaut, dass die Config für den OpenGear soweit vorbereitet ist. Dann logischerweise um die DHCP-Leases dann an die onzubordenden Geräte mitbringen, einen DHCP-Server und einen Nginx, um halt im Prinzip den File-Transfer sowohl von der Config-File als auch von der Firmware dann zu gewährleisten. Das sind eigentlich auch die einzigen, sage ich mal, zwei verschiedenen Schritte, dass wenn man so ein OpenGear per ZTP, sage ich mal, in der Art und Weise ansteuern möchte. Es gibt noch ein paar verschiedene andere. Also ich kann mir beispielsweise auch ein Golden Image bauen oder ich kann mit einem USB-Stick mit hingehen und sie befüttern. Muss es nicht in der Art und Weise machen. Wir haben uns dafür entschlossen, weil es einfach einfacher ist, hinzugehen, anzustecken, provisionieren zu lassen. Und unterm Strich ist das einfach nur zwei DHCP-Parameter mit anzugeben. Einmal den Config und die Firmware-URL-Options. Und das ist auch sehr gut mit dokumentiert. Ich habe in den Slides zwei verschiedene Links mit angetan, eine Richtung Telscale und eine Richtung OpenGear. Und in dem OpenGear ist im Prinzip von OpenGear selber die Dokumentation mitzufinden, die schön beschrieben ist mit, wie bei denen ein ZTP funktioniert, was sie alles für Möglichkeiten bieten, wie das Ganze aussieht. Zu dem Config-Teil im Prinzip, der dort raus generiert wird, da gab es auch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ein sogenanntes OPG-Format und das andere ist im Prinzip ein Bash-Script, was man sich selber zusammensetzen kann und dort im Prinzip dann auf dem OpenGear ein Tool namens Config benutzt, mit dem man sowohl den OpenGear konfigurieren kann, als auch sehen kann, was der momentan konfiguriert hat. Und in diesem Script selber, also in dem Bash-Script, was dann auf den OpenGear oder sich der OpenGear holt, der geht im Prinzip als erstes hin, schaut, dass sein Modem im Prinzip aktuell ist, schaut, dass die Config, die wir auf dem OpenGear drauf haben möchten, in der Art und Weise mit drauf ist und tut dann im Prinzip nochmal das Telscale-Binary mit draufladen und installiert kurz das Init-Script und startet das Ganze im Prinzip dann durch. Und das ist das, was ich vorhin auch noch kurz mal meinte. Telscale hat einen relativ hohen, sage ich mal, oder ist weit gefächert von dem, was sie an Systemen mit unterstützen. Sie haben zum Teil auch statische Binaries, die sie bereits fertig zum Runterladen mit benutzen. Und sie haben trotzdem auch gesehen, dass viele Leute anfangen, das wahrscheinlich auch auf IoT-Devices und Ähnliches mit drauf zu tun. Und haben dort angefangen, dann mit Dokumente zu veröffentlichen, wie es im Zweifel möglich ist, das Binary, wenn man die Möglichkeit braucht, nochmal kleiner zu machen. Wir haben es in dem Fall nicht gemacht, wir hatten auf den OpenGears genug Platz, aber es war, sage ich mal, für die Zukunft sehr gut zu wissen, dass man kennt es zum Teil, ein Binary fängt manchmal sehr klein an
Und mit der Zeit wird es immer größer und größer und größer. Und irgendwann fragt man sich, was die da eigentlich alles reingetan haben. Und man sucht verzweifelt nach einem Weg mit, wie kriege ich das Ding kleiner. Und das hat mich, sage ich mal, sehr gefreut, gleich am Anfang mit drüber zu stolpern mit, ah okay, wenn wir da mal ein Problem bekommen sollten, sie haben gleich die Anleitung mitgeliefert, wie ich das Problem wieder loswerden kann. Das ist einmal von unserem Monitoring aus Grafana im Prinzip das Dashboard dafür. Da sehen wir im Prinzip ein paar relevante Sachen auf den ersten Blick, hoffe ich zumindest. Das ist ganz oben links unsere Türen. Sind sie offen oder sind sie geschlossen? Das ist in dem Fall der Ist-Stand. Rechts daneben sieht man das Ganze nochmal als Overtime mitmarkiert. Das würde im Prinzip dann in der Mitte, da wo die Zeit da ist, dann im Prinzip rot mit Closed nochmal auftauchen. Daneben sehe ich im Prinzip, hat sich das Ding gerade verbunden mit LTE oder 3G. Daneben die Werte mit, in dem Fall zwei Graphen, war notwendig für jemanden, der sich damit beschäftigt hat, wird mit feststellen, mit, ja okay, zwischen 3G, 4G habe ich verschiedene Warnwerte, die ich benutzen kann und ich hatte keine sinnvolle Möglichkeit gefunden, das im Grafana irgendwie mit abzubilden und in ein Panel mit reinzupacken. Wenn da jemand einen Tipp hat, gerne Bescheid geben, wie ich verschiedene Thresholds in einem Panel mit abbilden kann. Dementsprechend da in zwei mit reingetan. Unten drunter die Basiswerte von dem System, also vom OpenGL selber, also was ist, wie ist die CPU-Usage, wie ist das Memory, was ist die Load momentan, wie lange ist die Uptime, welche Firmware läuft gerade, welche Seriennummer und im Prinzip nochmal ein paar kleinere Informationen über das Modem selber, ist es verbunden oder nicht, wie ist die SIM-Karte, also da würde im Prinzip die E-Mail mit drinnen stehen und welcher APN ist im Prinzip dort mit eingetragen und die Signallevels. Dann drunter nochmal normal die, sag ich mal, Host-Werte nochmal grafisch mit dargestellt und die Signalqualität über Zeit nochmal dargestellt. Weiter unten ist auch ein Teil, der jetzt in dem Fall in dem Bild nicht mit drinnen ist. Man kann im OpenGL selber, sag ich mal, hingehen, wie man es bei jedem, sag ich mal, seriellen Device kennt, dass man eine Description mit hinterlegt, mit welches Gerät ist da eigentlich mit angeschlossen. Und auch dort gibt der OpenGL die Möglichkeit, in dem Fall per SNMP mit das als Metrik rauszuholen, sodass ich im Dashboard mitsehen kann, was ist eigentlich gerade womit angeschlossen. Das, was wir daraus gelernt haben, ist Telscale, egal wo wir es mit einsetzen, wir haben es immer mehr zum Schätzen gelernt. Moritz mehr als ich, er ist ein Riesenfan davon. Ich glaube, ohne ihn wäre ich überhaupt nicht auf Telscale drüber gestolpert. OpenGL ist ein, sag ich mal, sehr schönes Projekt, was auch einen sehr robusten Eindruck macht. Ist keins, was irgendwie gleich aus der Hand fällt, wenn man es hochnimmt. Wäre Eversim genauso ein, sag ich mal, sehr angenehmer Provider, der bisher an keinem POP irgendwie Probleme mitgemacht hat. Signalqualitäten waren gut, SIM waren gut. Die Kombination gerade aus dem Telscale, OpenGL, Wear Eversim hat uns sehr gut gefallen. Wir haben es an ein paar POPs mit rausgenommen. Dort keine Probleme gemacht, Einbaus waren problemlos. Das Meshed VPN mit dem Telscale drüber ist genauso ein sehr angenehmer Faktor, wenn man im Prinzip seinen IGP mal abschießen sollte, weil man einfach komplett unabhängig davon ist. Man kommt trotzdem auf die Geräte drauf, die gerade einen Hands-on benötigen. Und für Moritz wahrscheinlich sehr angenehm. Er kann die Rechnungen mit begleichen, mit habe ich da jemanden gerade hingeschickt und war der wirklich am Rack oder nicht, indem er sehen kann, von wegen ist das gerade offen oder nicht. Fun Fact am Rande, derjenige, der in Hamburg auf der letzten DNOG war und sich gewundert hat, warum in einer Pause des Schweigens irgendwann mal eine traurige Fanfare gestartet hat. Es könnte sein, dass das mein Handy gewesen ist, das gesagt hat von wegen, dass eine unserer Ciscos gerade gecrashed ist und das nur aus dem einzigen Grund raus, weil jemand wahrscheinlich ein kaputtes RJ45-Kabel angesteckt hat. Die hat dann irgendwie so eine, sagen wir mal, halbe Stunde oder sowas ums Leben gerungen und irgendwann dann mal beschlossen, so, ich gehe jetzt sterben und reboote. War nicht so angenehm. Bin auch etwas rot geworden, als in der DNOG dann das Handy nicht mehr aufhören wollte, weil tausende Alerts aufgegangen sind, aber glücklicherweise war ich hinten gestanden. Etwas, was wahnsinnig schön auch ist in der Betrachtung, das ist im Prinzip im Nachgang dann aufgefallen, wo man die Zahlen mal so ein bisschen nebeneinander gelegt hat. Wir brauchen momentan pro POP, wenn wir die 100 Watt ausgehend genommen haben, nur noch 88,5 Watt. Das heißt, 88,5 Watt weniger.
Das heißt, das auf die 19 Pops mit rausgerechnet, macht das bei uns im Prinzip 1,68 Kilowatt weniger Strom, was wir verballern. Und das runtergerechnet, danke Moritz, dass du das so schön aufgeführt hast, sind, ich lese es mal einfach stumpf vor, 6,2 Tonnen auf CO2 pro Jahr, das heißt, assuming 420 Gramm Kilowattstunden, das macht im Prinzip 7.300 Euro im Jahr. Und das wiederum runtergerechnet macht, dass wir die Hardware, so wie wir sie jetzt gebaut haben, mit allem drumherum, im Prinzip innerhalb von 3 Jahren nochmal refinanziert haben, ohne dass wir da wirklich viel damit machen müssen. Das heißt, wenn jemand irgendwie überlegt mit, ich würde sowas eigentlich gerne bauen, aber ich muss das Ganze nochmal rechtfertigen, wenn man sich auf den Stromverbrauch mit anschaut, mit was das derzeitige Zeug kostet und was im Prinzip dann das als, sage ich mal, Nachfolger an Strom verbrauchen würde, da einfach mal durchzugehen, anzuschauen, durchzurechnen, Chef hinzulegen und zu sagen, mit, sollen wir machen? Haben wir doch eh in 3 Jahren wieder drin? Oder je nach Rechnung, vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später. Was ist das, was wir im Prinzip in unserer Journey als nächstes machen? Ist logischerweise den Rollout erstmal fertigzustellen. Wir haben es noch nicht an allen Pops mit draußen. Das heißt, da werden wir sukzessive hingehen und das überall mit ausrollen und mit aufbauen. Wir haben vor, das im Prinzip, was wir gemacht haben, um zu schauen, mit wie kriegen wir Tailscale auf den OpenGear drauf. Was nicht viel Arbeit ist, aber ich meine, jeder kennt es, jeder profitiert von gegenseitig, werden wir schauen, dass wir den Teil auch mit Open Sourcen. Das ist im Prinzip dann das Init-Script einmal und die Anleitung mit, was brauche ich, wo sind die ganzen Sachen liegend, um da einen schönen Pfad durchzubekommen. Und genauso werden wir schauen, dass wir sowohl den Teil mit SNMP-Exporter im Prinzip gemacht, das Durchreiten von den MIPS, zu schauen, wo, wie, was, als einen fertigen Teil mit in Upstream zu Prometheus mit hochbringen und genauso auch das Dashboard mit Open Sourcen, sodass im Prinzip diejenigen, die das beschließen sollten, benutzen zu wollen, sich die Sachen einfach im Prinzip mit rausziehen können oder nicht. Und ich denke, wir werden hingehen, wir haben als Global Waste mit auf GitHub einen Account, wir werden wahrscheinlich dann hingehen und ein Repo machen oder vielleicht auch zwei, die querreferenzieren und zu schauen, dass die Sachen gut auffindbar sind für jemanden, der das im Prinzip mitsuchen sollte. Wir haben einen Teil gemacht, ich habe es vorhin erwähnt, wir haben die Daten eh alle in der Netbox mit drinnen und ich persönlich bin ein sehr fauler Mensch, wenn es darum geht, um auf irgendwelche Geräte zu kommen. Ich will nicht denken, ich will ein kurzes Alias auf meiner Konsole eingeben und will dann sagen, auf welches Gerät ich will und will da rausploppen. Haben wir im Prinzip einen kleinen Wrapper geschrieben, der uns die Daten aus der Netbox mit rausholt und dann im Prinzip einfach ein SSH auf die jeweilige Box mitmacht, um mich im Prinzip mit einem Befehl dann auf die Box seriell mit zu verbinden. Das heißt, Plan jetzt ist es, nachdem es nur so ein kleines Tülchen ist, nicht unbedingt das zu Open Source. Wenn irgendjemand sagt von wegen, er hat da Interesse dran, er geht in die Richtung, dann einfach kurz melden. Entweder sprechen wir oder wir beschließen, dass wir das dann einfach kurz mit Open Sourcen und dann geht das im Prinzip auch mit raus. Genau. Ansonsten würde ich sagen, Fragen. Eins, zwei, drei. Ich fange mal der Geschwindigkeit nach. Ich glaube, du warst der Erste, dann da und dann da. Du hast gesagt, ihr macht ZFD im Anschluss mit Perlen. Habt ihr einen Weg, was ihr macht, um Configs im Betrieb zu ändern? Oder ist einfach das alles da zu wollen, wenn es gemacht werden muss? Stand jetzt ist es einfach nur der initiale Sprung. Der Plan ist im Prinzip auch, sage ich mal, dass wenn Sachen geändert werden, das, was sich großartig ändern würde, wäre das Binary erstmal. Darüber habe ich mir jetzt für den initialen Part noch keine Gedanken gemacht. Also wenn zum Beispiel Firmware aktualisiert werden würde oder ich das Tailscale mit aktualisieren möchte. Weil Firmware ist, sage ich mal, fürs OpenGear selber ja hinzugehen und einzuspielen und aktuell zu haben. Tailscale drunter wäre davon noch nicht betroffen. Aber wenn ich das Tailscale aus irgendwelchen Gründen aktualisieren möchte, ist das im Prinzip ja mit einem Punkt, den ich auch mit berücksichtigen möchte. Und die anderen Änderungen wären im Prinzip ja unterm Strich vielleicht Baud-Rates-Änderungen oder ähnliches, wenn ich irgendwelche Geräte drauf habe, die ein anderes Settings brauchen. Oder halt im Prinzip die Labels, die ich mit Branden bappe, um zu sagen, von wegen, wie die Ports aussehen. Bei letzterem könnte ich mir vorstellen, dass ich die Daten einfach pro Gerät aus der Netbox mit rausziehe. Bezüglich, sag ich mal, den anderen Settings habe ich mir persönlich noch nicht hundertprozentig Gedanken gemacht, wie wir das machen. Habe aber mit auf dem Schirm, dass das etwas ist, worüber wir uns mittelfristig, langfristig auf jeden Fall mit kümmern müssen, weil der eine Sache ist, Geräte rauszubringen, das ist relativ easy.
der zweite Hassle ist dann im Prinzip zu schauen, dass die Dinge so aktuell bleiben, wie wir wollen. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich in die Richtung gehen werden, dass wir nochmal was auf die OpenGears mit provisionieren, wo wir dann im Prinzip aus der Netbox sagen, was wir wollen, und dann das Gerät im Prinzip einfach drüber tun und da im Zweifel dieselbe Logik auch nochmal benutzen wie initial beim Aufsetzen, weil ich das im Prinzip einfach durch die Config-Parameter auf der CLI, auf dem OpenGear unten drunter, einfach draufsetzen kann oder entfernen kann, so wie ich es möchte. Nee, ich glaube, das hätte mich auch geärgert, aber das ist mir persönlich nicht aufgefallen. Also die haben auf der Shell unten drunter, wirst du vielleicht dann kennen, das Config Comment. Okay. Also ich bin sowohl bei der kleinen jetzt auch als bei dem großen Bruder, sage ich mal. Die haben im Prinzip beide dasselbe von dem vom Feeling her drunter. Und die sind beide mit einem Config leicht zu bedienen und dort sind die relativ oder die ganzen Settings gut aufzufinden und man kann sie einfach mit einem Set-Parameter überschreiben oder auch mit einem Delete-Parameter rauslöschen, je nach Geschmacksrichtung, was man gerade benötigt. Und das ist im Prinzip mit das, was ich im ZTP mitverwende, um sie zu provisionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer entsprechenden Source of Truth dann einfach vom Gerät geholt und überbügelt wird, um das Ding nach Wünschen aktuell zu halten. Speichern Thema? Ist in dem Fall noch kein Thema geworden. Also da, wo ich es bisher provisioniert habe, ich bin nie in Speicherprobleme reingelaufen. Ich kenne es halt von früher, dass es häufig ein Fall ist, dass Binaries, wenn man sie custom drauf tut, der Hersteller achtet darauf, dass die Firmware im Prinzip immer drauf passt und es keine Probleme gibt, aber andere Binaries können im Prinzip vom Speicher her explodieren und in dem Fall haben wir ja das Custom Binary Tailscale mit drauf, wo wir nicht wissen, wie sich das in Zukunft mitentwickelt. Und da war es im Prinzip gut zu wissen, dass wenn wir da mal ein Problem hätten, was wir derzeit nicht haben, da agieren könnten. Wie viel? V6 Support ist voll da. Bitte? Ich wollte nach V6 fragen. Ah, okay. Nee, V6 Support ist vollständig unterstützt. Ich habe da auch noch keinen Punkt, sage ich mal, gefunden, wo etwas nicht funktioniert hat, wie man es ja manchmal kennt mit. Ja, ich habe V6 drin, habe mein schönes V6-Logo mit drin und man macht die ersten Schritte und denkt sich, ja, und es ist schön. Aber wenn du doch V6 hast, dann hast du dann diese IPv4-Adressvergabe mit irgendwas. Konsistenz. Ja, in meiner persönlichen Traumwelt würde ich das gerne tun. Stand jetzt ist es, sage ich mal, auch etwas, was wir, sage ich mal, mit versuchen überall durchzubringen, ist, wenn wir Konventionen aufstellen, dass wir sie auch erstmal hart durchreiten. Und da gehen wir halt im Prinzip hin und bauen die Sachen mit Dual Stacked auf. Und damit ist auch der nicht außen vor. Ja, vielleicht, ja, könnte ich machen, aber ich glaube, wir wollen alle, und da sind wir vor sechs sehr dankbar, wo es nur geht, NAT versuchen zu vermeiden. In der Tat. Bitte? Ich meine, das ist abhängig von dem Provider, wo er sich einbucht. Fragen noch? Ja, bitte. Ich habe doch die physikalische Installation im Rack gemacht, den ich schon 19 Zoll Bag. Das ist ein sehr, sag ich mal, positiver Faktor. Die sind ja im Prinzip 0HI-Geräte. Das heißt, wir können hingehen, können sie an dem hinteren Teil vom Rack, sage ich mal, mit reinschrauben. Und bei vielen, sage ich mal, ist hinten ja auch der Konsolenport. Dementsprechend ist die Verkabelung relativ angenehm. Und wir haben mit das Problem, dass wir, sage ich mal, in Betriebsräumen zum Teil sind, wo es dann irgendwo einfach ein Rack gibt. Dementsprechend sind bei uns die Höheneinheiten, sage ich mal, auch ziemlich vergoldet.
Und wenn wir da hingehen können und das Gerät im Prinzip hinten an einer Strebe, also normal 19 Zoll, aber sie haben im Prinzip nur so ein kleines L-Hakerl, was dann im Prinzip an der Wand mit drauf befestigt wird. Und von dort dann im Prinzip die Kabel mit rausgehen. Man sieht es hier im Prinzip so ein bisschen auf dem Bild. Das ist im Prinzip auf der linken Seite vom Rack mit angebracht. Ist im Prinzip dort mit fixiert und die Konsolenkabel gehen dann im Prinzip dort mit weg. Noch weitere Fragen, sonst glaube ich, dass ich im Prinzip damit einleiten darf. Einmal nicken, wenn ich darf. Dass ich einleiten darf, dass wir uns draußen mit versammeln können, Getränke und Essen prinzipiell dann damit mit eröffnet und vor allem natürlich auch der rege Austausch. Ich freue mich alle, dass ihr gekommen seid.